Das eine ist Verwalterschaft, Budgets zu machen, schauen wir es genauer an. Das andere ist großzügig zu sein. Und mit beiden Beinen kommst du vorwärts. Wenn du nur ein Bein hast, also jahrelang hatten wir unsere Budgets gar nicht im Griff, ja, wir wussten einfach, was kommt rein und haben am Ende vom Monat gesehen, oh, das ist rausgegangen, interessant, ja, super Monat, schlechter Monat, was auch immer. Wir waren aber immer großzügig, haben immer gegeben, aber ich hatte keine Ahnung, was passiert, immer mehr gegeben. Und irgendwann kriegst du einen geistlichen Bänderriss, weil du denkst dir, ach du liebes Liesel, ich dachte, geben ist immer gut. Geben ist nicht immer gut. Oder zweites Prinzip, du bist gar nicht großzügig, aber bist ein Budgetfreak. Ich weiß genau, was überall ist und das ist auf dem Konto und das ist auf dem Konto. Schaffe, schaffe, Hausle, baue. Und ich werde alles noch sparen und ich horte und ich horte und dann kriegst du auch einen geistigen Bänderriss. Verwalterschaft, Großzügigkeit. Verwalterschaft, Großzügigkeit. Gott vertraut dir alles an und deswegen geht es in Budgets um ein geistliches Prinzip, das ist unfassbar. Wenn du das anfängst zu leben, wirst du das Übernatürliche im Leben fließen erleben.